Big Fish. Created by Onion. Ja, mein Lieben, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Wimmelbild-Abenteuer, was ich natürlich im letzten Part von Heroes of the Storm, wo ich euch Kerrigan gezeigt habe und wo auch mein treuer Mitstreiter oder Kollege oder Freund oder wie man es auch bezeichnen möchte, nämlich der Dark, auch dabei war in den letzten drei Folgen. Da bedanke ich mich auch nochmal an ihm. Und ja, ich habe ja, wie gesagt, im letzten Part, wo ich euch, ich meine, das war Kerrigan, ja, ich glaube, das war Kerrigan, euch gezeigt habe. Habe ich ja auch wieder einen kleinen Hinweis euch gegeben, dass ich auch wieder jetzt ein Wimmelbild-Spiel euch zeigen werde. Beziehungsweise, stimmt ja, ich habe ja ein Infovideo hochgeladen zu Diablo 1 und da habe ich das ja auch schon erwähnt, dass ich jetzt wieder als Ersatz dafür, weil ich ja Diablo 1 mit Shushikun zusammen nicht aufnehmen kann, Let's Playen wollte, genau. Und das ist jetzt der Ersatz für Diablo 1, der erste Teil von Secrets of the Dark. Ich sage das mit bewusst mit ersten Teil, denn es gibt nämlich natürlich auch insgesamt vier Teile von Secrets of the Dark. Es ist leider auch nur eine kleine Spielreihe, aber eine sehr gute, finde ich. Und um was geht es hier überhaupt? Wir haben natürlich einen Freund, der an sich ein Journalist ist. Und er wird allerdings von drei dunklen Priestern entführt, weil die dunklen, also die drei dunklen Priester, ihn opfern wollen, um ihren Herrscher, nämlich der Dämon der Dunkelheit, wieder zu beleben. Ja, und das müssen wir natürlich verhindern. Und das Tolle ist, und das ist bei jedem Secrets of the Dark Teil, es gibt eine Licht- und Schattenwelt, wo man halt immer wechseln kann. Hier im ersten Teil ist es am extremsten, aber jetzt bei den späteren Teilen ist es zwar auch noch vorhanden, aber nicht mehr so häufig. Aber das werdet ihr früher oder später auch selbst erleben und auch sehen. Was ich euch auch noch sagen wollte, für die, die eventuell das Spiel auch unbedingt spielen wollen und es vielleicht auch schon besitzen und es jetzt nachspielen wollen, weil die vielleicht an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, die Wimmelbilder sind auch hier im ersten Teil zumindest per Zufall generiert. Also wundert euch nicht, warum ihr dann auch wieder andere Objekte suchen müsst. Ab dem zweiten Teil sind die Wimmelbilder meines Wissens nach nicht mehr per Zufall generiert, weil, naja, die Teile, die werden natürlich, oder die Spiele, die werden natürlich auch langsam moderner und das ist ja auch gut so. Und ja, jetzt habe ich erstmal so die Grundinformationen euch gesagt und jetzt geht's los mit dem Zocken. Na klar, wollen wir das erneut spielen und zwar der Normalmodus. Es lädt. Oh, thank goodness you picked up. It's me, Peter. Listen, you're the only one that will believe me. Please, get here as fast as you can. There's something terrible happening in this town behind the Red Mountains. Demons are sacrificing people, and they only need one more victim to unleash their dark god upon the world. I think they're hunting me. I can't hold out much longer. Servants are right behind me. Remember, changing light to dark enables you to view their world. No!
krass. Nein, ich brauche keine Hilfe. Vielen Dank. Ja, und schon geht's los. Okay, es ist hier ein bisschen trostlos. An den Türen dieser Stadt sind wirklich moderne Schlösser angebracht. Das ist seltsam, denn die Stadt wirkt ansonsten ziemlich abgelegen. Ja, und trostlos. Fragt mich nicht warum, aber das erinnert mich irgendwie am Anfang von Resident Evil 5. Da waren Chris und Shiva auch in einer kleinen Stadt in Afrika, und die war ja auch zuerst ein bisschen trostlos, und dann kam ja die Action, ne? Okay, wir können hier nach links und wir können geradeaus. Ich gehe erstmal geradeaus. Ein Sicherheitstor und eine dicke Kette. Ohne das richtige Werkzeug komme ich nicht dagegen an. Die Stadtbewohner beschützen ihre historischen Wertgegenstände sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten kann ich hier nichts machen, ne? Ja, da fehlt eine Taste, das sieht man ja schon. Ja, okay, dann gehen wir doch erstmal am besten hier nach links. Genau, und ihr seht ja jetzt hier das Leuchten, ne? Moment mal, habe ich hier... Ach ja, ich habe hier auch wieder ein Tagebuch. Okay. Oh Gott, das ist aber ein bisschen viel Text. Mein Freund, der Reporter Peter Harris, kontaktierte mich und schlug vor, an einem interessanten Fall mitzuarbeiten. Er beschrieb den Fall wie folgt. Unser Fernsehstudio erhält Informationen über eine alte Pyramide, die sich in dieser Kleinstadt befinden soll. Einer alten Legende zufolge wurde einst ein böser Dämon in der Pyramide eingesperrt. Dieser Dämon herrschte vor vielen Jahrhunderten über die Welt. Man sagt, dass er nun seinem Gefängnis entkommen ist. Ist diese Legende wahr, wird die Welt schon bald in ewige Dunkelheit fallen. Das wollen wir ja natürlich nicht. Aber die Bilder hier, die sehen cool aus. Ich glaube, das soll ein Jaguar darstellen, eine Schlange und, keine Ahnung, Bär oder ein Wolf oder, keine Ahnung, irgendein anderes Tier halt. Einige Zeit später kontaktierte Peter mich. Er hörte sich am Telefon sehr ängstlich an. Ich nahm den langen Weg durch die Berge auf mich, um ihn zur Rettung zu eilen. Aha, okay. Peter erzählte mir von dem, was in der Stadt vor sich ging. Seine Worte waren, die Stadt wird von einem bösen Dämon beherrscht. Die drei Helfer des Dämons werden nachts bald das letzte Ritual durchführen. Tagelang ließen sie mich nicht mehr aus der Stadt hinaus. Wenn die Helfer das Ritual durchführen, wird die Welt in Dunkelheit gehüllt. Und da könnten wir jetzt nochmal das Video abspielen und uns nochmal angucken, aber das brauchen wir jetzt natürlich jetzt nicht. Okay, da liegt ein Schachbrett auf dem Boden, okay. Da ist eine Pyramide. Ich erinnere mich, dass Peter etwas von einer Pyramide in dieser Stadt berichtete. Ist das diese Pyramide? Sie muss hier irgendwo sein. So, und wenn ich jetzt das hier anklicke, dann wird's dunkel und ui, der Raum ist verändert sich. Oh mein Gott. Der Arme. Genau, und das ist das Besondere. Der Raum hat sich natürlich komplett verändert. Und das ist eigentlich eine coole Idee, finde ich. Der Kaktus sieht verkrüppelt aus. Ab und an brauchen Kakteen dann doch Wasser. Okay. Die Form des Schlüssels sollte mit der Form der Aussparung in dem Schloss übereinstimmen. Okay. Das ist... Was? Quetzalcoatl. Der... was? Der aztekische Gott der Schöpfung. Aha. Okay. Und da ist, glaube ich, schon ein Bild. Ja. Also, die sind natürlich, glaube ich, gleich. Aber es gibt auch normale Objektlisten. Ah. Da habe ich auch noch was im Tagebuch. Was ich sah, bereitete mir große Angst. Einige Menschen bzw. wilde Tiere tauchten wie aus dem Nichts auf und zogen meinen Freund in das Hotel. Ich folgte diesen Monstern.
Doch sie brachten ihn in den Keller. Peter konnte nur noch um Hilfe rufen. Der arme Kerl, ey. Also die sind gleich, glaube ich. Aber es gibt, wie gesagt, normale Objektlisten mit den Wimmelbildern und die sind per Zufall generiert. Die sind hier, glaube ich, alle gleich. Das war der Unterkiefer. Ein Stein. Ja, der könnte da passen. Eine Hupa-Rasse. Da, wo die andere ist. Ein Auge. Das könnte in der Maske einpassen. Jawohl. Eine Krone. Vielleicht bei der Statue. Jo. Läuft doch. Tabak. Hier. Tatsache. Ach, und dann bestimmt auch mit Feuer anzünden. Ne? Jawohl. Und ein Horn. Ein Horn, das bekommt bestimmt hier der Schädel. Jawohl. Also die Wimmelbilder sind hier auch sehr angenehm, auf jeden Fall. Ah ja. Und da bekommen wir einen Saphirschlüssel. Der sieht sehr schön aus. Ne, hier ist nichts. Okay. Ja, dann können wir hier die Holzkiste damit ja auch jetzt öffnen. Finde alle Bildpaare. Ach Gott. Aha, okay. Oh, das ist ja fies. Okay. Ah, Moment. Wo war der jetzt hier, ne? Nein, scheiße. Hier. Nein! Verdammt! Geht aber. Oh Gott. Das wird ja lustig. Aber je weniger es wird, desto angenehmer. Hier warst du, ne? Nee, scheiße. Hier oben. Ach, leck mich doch. So. Oh Gott, dich hatten wir überhaupt noch gar nicht. So. Das war das. Das ist das. Und da haben wir es. Yeah. Und da haben wir die andere Hälfte. Sehr gut. Sonnenhälfte. Gut, dann setzen wir die hier auch direkt mal ein. So. Da fehlt irgendwie eine Spinne, okay. Wie schade, der Spind ist leer. Vielleicht sollte ich die Jalousie wieder öffnen. Jo. Denn alles, was wir in der Schattenwelt umändern, ändert sich natürlich auch im Gegenstück in der Lichtwelt. Und umgekehrt ist es auch. Und das finde ich halt cool. Warum leuchtet das Buch immer auf, wenn hier nichts Neues erschienen ist? Das verstehe ich nicht. Gut. Und hier sind Schlüssel. Die Schilder der Schlüssel fehlen. Achso, okay. Ah, wir können hier nach oben. Okay. Was haben wir da? Schlüsselschilder. Ah, da haben wir die doch. Das Reservierungsbuch im Hotel war aufgeschlagen, sodass ich Informationen über die Ärztin und den Reporter sammeln konnte. Ihre Zimmer lagen direkt gegenüber. Ah ja, okay. Schön zu wissen, auf jeden Fall.